Heute gibt es eine Outfit-Inspiration, die tatsächlich ein bisschen in Richtung Herbst geht. Also nicht nur, ups, hier haben wir eine Fliege, nicht nur für den Herbsttypen, sondern auch tatsächlich farbmäßig und von den Stoffen her definitiv deutlich sind wir jetzt im Herbst angekommen. Aber der eine oder andere plant ja vielleicht von euch auch schon mal im Voraus die kommende Garderobe und könnte sich jetzt über den Hinweis freuen. Ich habe heute was rausgesucht, drei Stoffe, Herbstfarben und drei Schnitte heute von Kibadu und die zeige ich dir jetzt. Und zwar beginnen wir mit der Hose. Das ist hier dieser wunderschöne Tencel Twill Stretch von Meat & Milk in diesem schönen Grünton. Original heißt die Farbe im Übrigen Moss. Das hätte ich natürlich auch vorher nachgucken können, aber ihr wisst, ich bin ja hier immer ganz spontan. Also mit einer leichten Twillbindung ist der Stoff und wenn du mal so schaust, dann siehst du auch, der gibt so ein ganz bisschen nach. Ne? Also das ist so ein bisschen Sprung hat dieser Stoff, was ja immer ganz, ganz toll ist, damit so eine Hose halt auch nicht so extreme Dehnungsfalten hat und schön wieder in die Form zurückgeht und nicht ausleiert. Ja, was für einen Schnitt habe ich dir rausgesucht für diese Hose? Diesen hier. Und zwar die Cargo-Hose von Kibadu. Die stelle ich mir aus diesem Stoff wirklich sehr, sehr gut vor. Also zum einen, weil er sich natürlich super toll anfühlt, zum anderen aber auch, weil du damit so ein bisschen, ne, so ein bisschen, er ist ja nicht ganz so fluderig. Das heißt, du kannst sehr schön die Taschen ausarbeiten und den Gummizug. Sieht bestimmt sehr, sehr toll aus, wenn du das so vorstellst, hier unten etwas zusammengezogen. Ja, wenn einer zwei Hosen nähen möchte, ich würde eine nehmen, also kein Thema. Dazu kombiniert haben wir jetzt hier einen Viskose-Twill aus der aktuellen Herbstkollektion. Haben da so ein bisschen dieses schöne Retro-Muster drin. Retro ist tatsächlich im Herbst auch wieder so ein bisschen ein Thema für all diejenigen, die darauf unbedingt stehen, dass es ein Thema sein muss. Alle anderen nähen ja eh das, was ihnen gefällt. Und ja, daraus könntest du dir sehr, sehr schön eine Bluse nähen. Und ich habe jetzt mal mitgebracht die Bluse oder das Kleid Tessa von Kibadu, das man auch sehr, sehr schön in der Blusenvariante nähen kann. Und das ist ja so ein Kleid, das kannst du natürlich schlicht einfach mit einem Rundhalsausschnitt machen und Beleg hinternähen. Du kannst aber natürlich auch diese Rüschenvariante am Hals machen. Steht übrigens allen Frauen gut, die zum Beispiel einen langen Hals haben. Da passt das immer sehr, sehr schön. Kann man toll in Szene setzen. Und sieht natürlich aus so einem Retro-Muster aus so ein bisschen, ist das ein bisschen Bruch in sich. Ne? Wir haben ein geradliniges Muster und dann halt die Rüsche oben mit dran. Und genau an diesem Bruch könnte das, glaube ich, sehr, sehr gut wirken. Dieser Stoff hier, wie gesagt, Khaki, Okre, Schwarz und Creme, passt gut zur Hose. Und wir haben noch was rausgesucht von Kibadu und das würde gut zu diesem Stoff hier passen. Das ist der Leinviskose Feinstrick in der Farbe, was war es, Curry oder Senf? Ich weiß es nicht, aber ich verlinke dir das ja passend. Und da könntest du sehr schön den Basic Strickmantel von Kibadu nähen. Dieser Strick ist wirklich sehr dünn und ich würde dann den Strickmantel tatsächlich in der Version ohne Kapuze nähen, denn die Kapuze hätte nicht viel Stand, die würde sehr zusammenfallen. Aber in der Version ohne Kapuze hättest du halt eben so eine leichte Strickjacke zum Überziehen und könntest die halt eben sehr, sehr gut nehmen, um dieses Outfit halt eben so ein bisschen farblich noch zu vervollständigen. Sieht auf jeden Fall richtig toll aus. Passt auf jeden Fall, finde ich, auch gut für die ersten Herbsttage. Und ja, wie gesagt, vielleicht findest du das auch, bist auch der Ansicht, bist auch ein passender Farbtyp und würdest das gerne nähen. Ich würde mich wie immer freuen darüber, freue mich sowieso immer über eure ganzen Bilder, die ihr uns so schön repostet hier. Laura setzt das dann alles auf unseren Inspirationsfeed, der wächst von Tag zu Tag, man kann dazu gucken. Und ich selber gucke unheimlich gerne dadurch, was ihr da genäht habt und was ihr da zeigt. Und so kommen bei mir dann auch immer wieder neue Ideen zustande. Und wir haben wirklich so ein ganz, ganz tolles Ideenkarussell hier. Von euch zu mir, von mir zu euch. Also, ich wünsche dir einen schönen Tag in diesem Sinne. Mach's gut und bis die Tage.